Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion CDU und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahre 2023 sowie im Jahr 2024, Drucksache 10485 und 9499, beide aus 20. Und ich bitte als erstes für die Berichterstattung Herrn Frömmrich ans Redepult. Vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahre 2023 sowie im Jahre 2024. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen SPD, Freie Demokraten, Die Linke bei Enthaltung der AfD. Danke für die Berichterstattung. Ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Und als erstes hat sich für die Fraktion DIE LINKE Herr Felstehausen gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, hessisches Beamtenrecht in 7,5 Minuten, das ist sportlich. Da steckt einiges drin, aber ich denke, wir gehen einfach mal Stück für Stück vor, weil wir haben ja diesen Gesetzentwurf in der Anhörung in ganzer Breite diskutiert mit vielen Sachverständigen. Und es verwundert schon, dass Sie den Mut haben, nach einer solchen Kritik, die dort geäußert worden ist, nach einer so vernichtenden Zurückweisung Ihrer Idee, Gerechtigkeit im Bereich der Beamtenbesoldung für Hessen herzustellen, diesen ungeändert in der zweiten Lesung hier wieder einzubringen. Im Vorfeld, während und nach dieser Anhörung hatten wir ja alle viel Gelegenheit, auch mit den Betroffenen zu sprechen. Und in den Gesprächen mit den Beamtinnen und Beamten, die schon jetzt seit Jahren auf eine angemessene Bezahlung warten, stellten die uns eigentlich immer die gleiche Frage. Sie sagten, wir sind es als Beamte gewohnt, an Recht und Gesetz uns zu halten und natürlich verfassungskonform unseren Dienstalltag zu gestalten. Das ist selbstverständlich, aber, so fragten die Beamtinnen und Beamten, muss es dann nicht genauso selbstverständlich sein, dass sich der Dienstherr, also die Hessische Landesregierung, an Recht und Gesetz halten. Und auf diese Frage, meine Damen und Herren, konnte die Landesregierung keine Antwort geben. 10 Verbände haben wir angehört. Kaum jemand hat ein gutes Haar gelassen. Ja, es ist eine komplizierte Materie. Es geht um das Abstandsgebot zu den Menschen, die Transferleistungen bekommen. Es geht um den Abstand zwischen verschiedenen Eingruppierungen untereinander. Denn auch darauf haben die hessischen Beamtinnen und Beamten ein Anrecht. Und dazu gibt es ein scheinbar undurchdringliches Gewirr von Amts- und Stellenzulagen, von Prämien- und Funktionszulagen, Erschwerniszulagen und so vieles mehr. Ja, das ist über Jahre und Jahrzehnte gewachsen, und es handelt sich um ein sehr, sehr fragiles System, das Sie zusammen mit Roland Koch 2013 mutwillig zerstört haben. Das größte Sparprogramm in der Nachkriegsgeschichte des Landes haben Sie top-down durchgedrückt. Sie haben die wöchentliche Arbeitszeit auf 42 Stunden ohne Lohnausgleich beschlossen. Sie kürzen Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld für die Pensionäre und die Beamten. Sie verhängten einen Einstellungsstopp, um so fast 10.000 Stellen bei den Beamtinnen und Beamten und im öffentlichen Dienst wegzukürzen. Dazu gab es unter Ihrer Verantwortung Nullrunden und Mini-Zuwächse, die weit vom Inflationsausgleich entfernt waren. Meine Damen und Herren, jetzt, nach 20 Jahren, stehen wir vor den Trümmern Ihrer rechtskonservativen Politik. Und wenn man sich das Bild anguckt, ja, überhohe wöchentliche Arbeitszeiten verschärfen bei den Beamtinnen und Beamten den Fachkräftemangel. Die Stellenbesetzungslücken wirken bis heute als Fehlstelle und als verschärfter Druck auf die Dienststellen.
Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2022 Eckpunkte für eine künftige Beamtenbesoldung präsentiert, die den Anforderungen unserer Verfassung entsprechen. Meine Damen und Herren, Herr Beuth, das ist doch kein Gnadenrecht an dieser Stelle. Die rund 104.000 Beamtinnen und Beamten, die Richterinnen und Richter und die 84.000 hessischen Versorgungsempfängerinnen und Empfänger, die Pensionäre, die haben einen Anspruch auf eine angemessene Alimentierung. Aber selbst dieser Anforderung kommen Sie nicht nach, und Sie wissen das. Und es ist, ich will es wirklich sagen, es ist schändlich, und es untergräbt den Vertrauen in den Rechtsstaat, auf den wir so angewiesen sind. Ja, wenn man sich mit Beamtinnen und Beamten in den Gewerkschaften und Berufsverbänden unterhält, dann sagen diese klar, 2 mal 3% sind besser als nichts. Sie nehmen den Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach. Aber angemessen ist das eben immer noch nicht. Und einige Punkte, meine Damen und Herren, blenden Sie völlig aus. Darauf hat die Anhörung hingewiesen. Wir haben derzeit eine fast 10-prozentige Inflation. Die betrifft vor allem besonders schlecht besoldete Menschen im Beamtenapparat. Herr Bauer sprach in diesem Zusammenhang, ich kann Ihnen das nicht ersparen, weil ich es immer noch unglaublich finde, Herr Bauer sprach in diesem Zusammenhang von kleinen Schließern. Ich kann nur sagen, danke für diese ehrliche Wertschätzung dieser Berufsgruppe. Und durch die Einführung des Bürgergelds, Sie wissen jetzt schon, ne, Reiter heißt jetzt fix, durch die Einführung des Bürgergeldes schmilzt der Abstand zwischen den untersten Besoldungsgruppen und den Sozialleistungen erneut auf eine verfassungswidrige Unteralimentierung. Und auch das wissen Sie. Und wenn Sie eine ganze Besoldungsgruppe streichen, produzieren Sie doch neue Ungerechtigkeiten, weil Sie damit die Qualifikation der Beschäftigten einfach nicht anerkennen. Und ein Aspekt, den Frau Prof. Dr. Färber, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften, deutlich gemacht hat, wurde hier noch gar nicht angesprochen. Sie versuchen mit Familienzuschlägen eine ungerechte Besoldung zu korrigieren. Jürgen, du hast gleich Zeit, hier deine Einlassungen zu machen. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Und es wundert mich, wie ausgerechnet Jürgen, du und die Grünen die Einverdienstehe als Maßstab der Besoldung machen wollen und andere Familienformen schlicht und ergreifend silenzen. Das ist doch das Problem. Frau Färber hat es doch vorgerechnet. 90% der Partnerinnen von Beamtinnen sind erwerbstätig. 65% in Vollzeit, 23% in Teilzeit. Ich kann das jetzt alles vorlesen. Sie finden alles in den Anhörungsunterlagen. Meine Damen und Herren, während Schwarz-Gelb oder Roland Koch mit dem Bulldozer durch ein höchst fragiles Mobile der Beamtenalimentierung gefahren ist, versuchen Sie es jetzt im Reparaturbetrieb. Frau Färber fasste es so zusammen. Hessen reiht sich mit dem Gesetzentwurf ein in die Reihe der Länder, die am Besoldungssystem herumwerkeln und es damit weiter aushöhlen, wenn nicht gar beschädigen. Es fehlt, so sagte sie weiter, es fehlt auch hier eine grundlegende Debatte, wie ein modernes Alimentationsprinzip im Rahmen der fortentwickelten Grundsätze des Berufsbeamtentums aussehen könnte. Problematische Asymmetrien zwischen Beamten und Tarifbereich wachsen eben weiter. Und fiskale Motive verhindern eine Anhebung des gesamten Besoldungsgefüges auf ein auskömmliches Maß. Das war das, was wir in der Anhörung zu hören bekommen haben. Ich gucke auf meine Uhr, Herr Präsident. Frau Präsidentin, es gab einen Wechsel in meinem Rücken. Frau Präsidentin, selbstverständlich, ich komme zum Ende. Ja, wir sind uns sicher, auch dieses Gesetz, meine Damen und Herren, und sehr geehrter Herr Verfassungsminister, auch dieses Gesetz wird Ihnen am Ende um die Ohren fliegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Abgeordneten Herrmann von der AfD-Fraktion das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten!
Es gehört zu den wiederkehrenden Aufgaben der Politik und eines jeden Parlaments, sich mit der Besoldung seiner Beamten zu beschäftigen. So gesehen sollte das Thema Beamtenbesoldung für die Regierung mehr einer Routineaufgabe gleichkommen. Auch dann, wenn in der Sache um das für alle Beteiligte akzeptable Ergebnis manchmal hart gerungen und zeitintensive Verhandlungen geführt werden müssen. Von positiver Routine in Sachen Beamtenbesoldung kann man aber bei dieser Regierung schon seit Jahren nicht sprechen. Es sei denn, dass man die jahrelange Routine bei der Nichtbeachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen meint. Und das gilt auch für den vorliegenden Gesetzentwurf zur Besoldung. Blicken wir dazu mal zurück. Bereits 2004 ist Hessen aus der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder ausgeschieden. Infolgedessen mussten die hessischen Beamten schon Benachteiligungen in Kauf nehmen. Im Jahr 2015 sogar eine Nullrunde bei der Besoldung und im Jahr 2016 eine Minimalerhöhung von 1%. Hessen war das einzige von 16 Bundesländern, die die Leistungen seiner Bediensteten so belohnte. Eigentlich muss man Bestrafte sagen. Alle anderen Bundesländer haben 2015 mindestens um 1,9% und 2016 mindestens um 2% die Besoldung erhöht. Für Hessen entstand so ein Besoldungsrückstand von 3,5%. Dazu kam dann noch die Beihilfekürzung im Jahr 2015. Diese Kürzungs- und Streichungspolitik bei den hessischen Beamten ersparte der Landesregierung laut der Berechnung des Deutschen Beamtenbundes bis einschließlich 2021 Ausgaben von rund 2 Milliarden Euro. Das führte letztendlich dazu, dass der Deutsche Beamtenbund gegen diese Besoldungspraxis klagte, bis zur Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs. Der VGH kam zu einem eindeutigen Ergebnis. Die Beamtenbesoldung, insbesondere in den unteren Einkommensgruppen, wurde als zu niedrig angesehen. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand zur Grundsicherung, der mindestens 15% über dem Grundsicherungsniveau liegen muss, wurde nicht eingehalten, was laut VGH nicht zu rechtfertigen ist. Mit den Entscheidungen des VGH steht fest, dass von der grün-schwarzen Landesregierung seit Jahren eine verfassungswidrige Besoldungspolitik zulasten der Beamten betrieben wurde. Dass zur endgültigen Feststellung dieser Verfassungswidrigkeit jetzt das Bundesverfassungsgericht berufen ist, stellt da nur eine Formalie dar. Wir können also ganz sachlich feststellen, die von CDU und Grünen geführte Hessische Landesregierung missachtet seit Jahren die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine gesetzeskonforme Alimentation. Denn bereits im September 2017 hatte das Bundesverwaltungsgericht in Vorlagebeschlüssen an das Bundesverfassungsgericht konkretere Maßstäbe zur Berechnung des Mindestabstandes der Nettoalimentation zur Grundsicherung zugrunde gelegt, anhand derer die verfassungswidrige Unteralimentation für die Landesregierung erkennbar wurde. Diese Landesregierung ignorierte auch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 und des Verwaltungsgerichtshofs vom 30. November 2021, bei dem die generellen Maßstäbe zur Alimentation auch für die Festlegung der Untergrenze genannt wurden. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2023 und die Hessische Landesregierung legt erneut ein Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 vor. Und auch hier können wir wieder feststellen, dass auch dieser Gesetzentwurf den Anforderungen an eine verfassungskonforme Besoldung nicht gerecht wird. Da muss man sich schon die Frage stellen, handelt die Regierung mit voller Absicht so oder ist sie einfach nur inkompetent und unfähig, verfassungskonforme Gesetze zu machen? Letzteres sollte nicht überraschen. Ich erinnere nur an das sogenannte Corona-Sondervermögen. Das Gesetz dazu wurde vom Hessischen Staatsgerichtshof auch als verfassungswidrig eingestuft. Oder handelt diese Landesregierung aus einer machtbewussten politischen Überheblichkeit heraus? Es stellt sich aber auch die Frage nach der Kompetenz der Führungskräfte und des Fachpersonals in den Ministerien. Haben diese qualifizierten Mitarbeiter die offensichtlich nicht verfassungskonformen Gesetzentwürfe als solche nicht erkannt? Eigentlich kaum vorstellbar. Bleibt also nur, dass entsprechende Hinweise von den politisch Verantwortlichen bewusst ignoriert wurden. Das wiederum wäre ein Beweis für die persönliche Ungeeignetheit dieser Personen für politische Führungsämter.
Betrachten wir aber unabhängig davon das Besoldungsanpassungsgesetz. Wohlwollen vorausgesetzt, könnte man es als Versuch eines Reparaturgesetzes und damit als ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung ansehen. Das setzt aber weitere zeitnahe und deutlich größere Schritte voraus. Da muss erkennbar mehr erfolgen als die 2,2-prozentige Erhöhung in 2022 und die beschlossene Erhöhung für den 1. August 2023 von 1,89%. Schon im November 2021, die Inflationsrate lag dabei 5,2%, habe ich darauf hingewiesen, dass mit diesen Erhöhungen nicht einmal ein Inflationsausgleich gewährleistet ist. Das jetzt vorliegende Gesetz sieht eine weitere Besoldungsanpassung zum 1. April 2023 und zum 1. Januar 2024 in Höhe von jeweils 3% vor. Aktuell liegt die Inflationsrate offiziell bei 8,7%. Und auch wenn Wirtschaftsfachleute für 2024 eine niedrigere Inflationsrate erwarten, die Deutsche Bundesbank geht von 7,2% aus, liegt diese dennoch deutlich über den geplanten Besoldungserhöhungen. Das alles zeigt, wie notwendig eine verfassungsgemäße Besoldung verbunden mit einer rückwirkenden Entschädigung für die sogenannten Minusjahre ist. Noch kurz zu folgenden Punkten. Die Erhöhung des Familienzuschlags halten wir für richtig, genauso wie den Wegfall der Besoldungsgruppe A5 und die Überleitung der Beamten in die A6. Hier ist ein Ausgleich in den folgenden Besoldungsgruppen allerdings zu schaffen, damit weiterhin die funktionsgerechte Besoldung gewährleistet wird. Den Wegfall der ersten beiden Erfahrungsstufen für Richter und Staatsanwälte bzw. die Überleitung in die jeweils übernächste Erfahrungsstufe und die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung halten wir ebenfalls für richtig. Insgesamt ändert das aber nichts an der Tatsache, dass die Landesregierung ihre Beamten eine verfassungsgemäße und angemessene Besoldung bis heute schuldig geblieben ist. Bleibt festzustellen, auch wenn hier erste kleine Schritte in die richtige Richtung gehen, kann einem Gesetz, das erkennbar verfassungswidrige Regelungen beinhaltet, nicht zugestimmt werden. Da die geplanten Erhöhungen für die Bediensteten jedoch positiv zu sehen und vor allem wirtschaftlich erforderlich sind, werden wir aber auch nicht gegen das Gesetz stimmen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes darf ich der Abgeordneten Heike Hofmann von der SPD-Fraktion das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich und meine Kollegen haben in der letzten Ausschusssitzung zur Vorbereitung der zweiten Lesung wirklich Bauklötzer gestaunt, weil sie sich erdreisten, dieses Gesetz nicht zu ändern. Sie bekommen bis auf kleinere Gesetze zum Stiftungsrecht etc. die wirklich relevanten Gesetze im Innenbereich überhaupt nicht mehr über die Rampe. Also ob das das Versammlungsgesetz ist, ob das, die Sicherheitsgesetze sind zur Videoüberwachung, ob das Personalvertretungsrecht ist. Sie bekommen in den Anhörungen immer links und rechts und links und rechts Watschen verteilt, und zwar von 99% der Anzuhörenden. Und sie lernen nicht daraus. Sie sind beratungsresistent, und das ist schlimm. Dann haben Sie noch nicht einmal die Chuzpe, auch deutlich, das steht ja selbst im Gesetz, dass Sie noch nicht einmal den Anspruch heben, dass dieses Gesetz verfassungskonform ist. Was eigentlich sozusagen immer Standard war, dass man zumindest den Anspruch zumindest hat, ein verfassungskonformes Gesetz auf den Weg zu bringen. Von diesem Anspruch, der ja auch wirklich nach wie vor da sein müsste, haben Sie sich bei diesem Gesetz verabschiedet, meine Damen und Herren. Sie räumen das selbst in Ihrem Gesetz ein. Und das ist ein unglaublicher Affront gegen die Beamtinnen und Beamten unseres Landes, meine Damen und Herren. Ich will auch noch einmal daran erinnern, dass wir schon heute Hessen ist im Vergleich zu allen Bundesländern, was die Besoldung anbelangt, im untersten Bereich im Vergleich aller Bundesländer, ganz, ganz hinten.
Es ist schon daran erinnert worden, dass das ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs ist und schon in den letzten Jahren mit der Nullrunde 2015 der Beihilfekürzung der 1%, nur 1% Erhöhung in 2016 bis 2018, das ist auch in der Anhörung noch einmal vom Deutschen Beamtenbund zu Recht in Erinnerung gerufen worden, erneut ein Affront und Schlag ins Gesicht der Beamtinnen und Beamten Hessens ist, meine Damen und Herren. Und wir brauchen doch händeringend auch Fachkräfte im öffentlichen Dienst. Wir brauchen mehr Beamtinnen und Beamten für entsprechende Dienstleistungen und eine starke öffentliche Verwaltung und entsprechende Personal. Wie wollen Sie die Attraktivität denn da in diesem Bereich auch aufrechterhalten? Und ich möchte auf ein paar Punkte noch einmal eingehen, die besonders auch frappierend waren, auch in der Anhörung. Es ist zu Recht herausgearbeitet worden, und da will ich Sie auch noch einmal belehren, weil Sie ja immer dann auch mit einer unglaublichen Arroganz am Werke sind, weil wir können alle die Leitsätze des VGHs können wir alle lesen. Und da sollte man auch einmal der Wahrheit bleiben. Da muss ich Sie, Herr Frömmrich, und den Innenminister auch noch einmal berichtigen, weil nämlich der VGH festgestellt hat, dass bis in die Besoldungsgruppe A10 die Besoldungspraxis für die Beamtinnen und Beamten mindestens von 2013 bis 2020 verfassungswidrig ist. Lesen lehrt, meine Damen und Herren, und bildet. Und dann will ich noch einmal einen Bereich ansprechen, der insbesondere auch von Frau Kannegießer vom BSBD noch einmal herangesprochen worden ist, nämlich besonders die Unteralimentierung im Bereich der unteren Besoldungsgruppen A5 soll ja abgeschafft werden. Das betrifft ungefähr 400 Bedienstete. Aber dass dann die Anhebung bis A6 um 50 Euro nicht weit genug ist, meine Damen und Herren. Und sie hat auf die Diskrepanz hingewiesen, die dann auch in dem gesamten Gefüge ist von A5 und A6, etwa mit den Gerichtswachtmeistern, dem mittleren Verwaltungsdienst und dem allgemeinen Vollzugsdienst, meine Damen und Herren. Da entstehen sozusagen Unwuchten. Und da hat sie zu Recht darauf hingewiesen, meine Damen und Herren. Und wenn man dann bedenkt, dass insbesondere im Allgemeinen Vollzugsdienst 25 bis 30% der AVD-Bediensteten fehlen, Herr Justizminister, und dass wir dort ein riesiges Problem haben. Sie brauchen gar nicht irritiert zu gucken, weil Frau Kannegießer diese Zahlen auf den Tisch gelegt hat in der Anhörung. Ja, dann muss man auch sagen, auch da haben wir ein riesiges Problem, um diesen Allgemeinen Vollzugsdienst attraktiv zu halten, meine Damen und Herren. Und ein weiteres Beispiel. Die deutsche Steuergewerkschaft hat zu Recht in der Anhörung gesagt, wir können rechnen. Wer will das bestreiten? Und die haben ganz klar gesagt, dass aus ihrer Sicht eine 8%ige Besoldungs- und Versorgungserhöhung 2023/24 und dann im Jahre 2025 sogar noch einmal plus X erforderlich wäre. Hören Sie genau zu, was die Deutsche Steuergewerkschaft hier berechnet hat. Und insofern sind Ihre 3% und 3%, sage ich mal so, wirklich viel, viel zu wenig und ein Affront. Und die Stellungnahmen der Anzuhörenden gipfelten ganz am Ende als krönender Abschluss, Vorsicht, Ironie, mit der Stellungnahme des Deutschen Richterbundes. Frau Schröder, ich darf Sie hier zitieren, hat völlig irritiert darauf reagiert und gesagt, wir haben ein völliges, ich darf es zitieren, aus unserer Sicht ist nicht nachvollziehbar, warum man die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwartet. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat Berechnungen vorgenommen, die nachvollziehbar sind. Dass das Bundesverfassungsgericht nun zu einer anderen Entscheidung kommen würde als im Mai 2020, wäre eine große Überraschung. Zitat Ende. Also auch, dass der Deutsche Richterbund Juristinnen und Juristen, das will ich mal ganz deutlich sagen, die sich normalerweise etwas vornehmer ausdrücken, in einer Anhörung so äußern, ist auch ein Schlag ins Gesicht von Ihnen und macht deutlich, dass Sie wirklich mit diesem Gesetzentwurf nach wie vor in der Verfassungswidrigkeit bleiben. Und ich sage Ihnen deutlich, bessern Sie nach. Ich sage deutlich, sitzen Sie nach, weil dieses Gesetz ist absolut unzureichend.
Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Bauer von der CDU-Fraktion das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, es gibt ein Problem bei der Beamtenbesoldung, bei der Alimentation unserer Staatsdiener. Aber das gibt nicht nur das Problem in Hessen, das gibt es bundesweit, weil, das wurde ja schon festgestellt, es ein generelles Problem gibt, nämlich der Mindestabstand von 15% zwischen den untersten Besoldungsgruppen und der Grundsicherung wird in fast allen Bundesländern nicht eingehalten. Und das hat nichts damit zu tun, dass die entsprechenden Beamtenbesoldungen der letzten Jahre unterschiedlich ausfielen, sondern sie können gar nicht so schnell oben drauflegen, wie der Boden unten bei der Frage des neuen Bürgergeldes oder der Grundsicherung anwächst. Und in der Tat ist es ein Problem, dass wir die Abstände neu justieren müssen. Dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen, keine Frage. Das ist aber kein hessenspezifisches Problem, sondern alle anderen Bundesländer haben vergleichbare Probleme. Denn die Klagen, die geführt wurden vor den jeweiligen Gerichten, sind ja nicht allein in Hessen ansässig gewesen, sondern es wurde genauso geklagt in Berlin, in Nordrhein-Westfalen. Und es wurden nicht nur die entsprechend unteren Besoldungsgruppen beklagt, sondern teilweise sogar die Richterbesoldungsgruppen. Also wenn Sie eine rechtskonforme Alimentation der Beamtinnen und Beamten in ganz Deutschland wollen, dann müssen Sie dieses Abstandsgebot einhalten. Das geht nach unserer Auffassung eben nur schrittweise. Und wir sind sicher, dass wir die ersten Schritte hier mit diesem Gesetzentwurf gehen, und zwar in die richtige Richtung. Das hat auch die Anhörung bestätigt, meine Damen und Herren. Es ist doch ganz klar geworden, dass alle Anhörungen gesagt haben, es geht in die richtige Richtung, es geht nicht schnell genug und das Volumen ist nicht ausreichend. Das kann man aber nachvollziehen aus Sicht der Betroffenen. Aber wir müssen eben abwägen, was wir in dem Haushalt 2023, 2024 abbilden wollen. Wir haben von Anfang an immer deutlich gesagt, das sind die ersten Schritte und weitere, größere Schritte müssen folgen, damit wir diesen Zustand schnellstmöglichst beheben können. Keine Frage. Das Thema ist drängend. Und wir müssen aber auch feststellen, meine Damen und Herren, dass das gerichtliche Verfahren noch gar nicht abgeschlossen ist. Wir haben uns trotzdem entschieden, jetzt schon zu handeln. Und da frage ich mal in die Runde, welches andere Bundesland in Deutschland nimmt denn so viel Geld wie Hessen in die Hand, um diesen rechtswidrigen Zustand zumindest teilweise zu beseitigen? Nennen Sie mir ein Beispiel. Wo gibt es denn die Notwendigkeit, wie wir das machen, in den Bereichen derart einzugreifen, mit 2x3% linearer Erhöhung über alle Besoldungsgruppen, mit der Anpassung der Familienzuschläge für die ersten beiden Kinder pro Kind um jeweils 100 € monatlich zu erhöhen und um die weiteren Kinder um jeweils 300 €. Das ist in Hessen ein großer Schritt hin zu einem verfassungsgemäßen Zustand, und der ist auch durchaus im Haushalt abbildbar. Mehr war aktuell leider nicht leistbar, meine Damen und Herren. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir uns über die Erhöhung der Bezüge für rund 104.000 Beamtinnen und Beamten des Landes und auch für die rund 48.000 Versorgungsempfänger in Hessen, dass wir das mit entsprechender Argumentation auch nach außen vertreten können. Denn es ist notwendig, dass wir das abkoppeln von all den anderen Problemen, die wir derzeit haben, der Frage der Inflation, der Frage der generellen Tarifsteigerung, die momentan in der Debatte sind. Was wir hier leisten müssen, wie alle anderen Länder auch, ist die entsprechende Rechtskonformität zu dem entsprechenden Grundsicherungsgebot herzustellen. Und, meine Damen und Herren, da bin ich ja mal gespannt. Außer mehr und schneller haben Sie auch nicht beizutragen. Welches Bundesland macht denn mehr? Wo geht es denn schneller? Wir sind in Hessen auch in der Frage der Reparatur der Beamtenbesoldung vorne. Wir sind da nicht stolz darauf, dass wir das machen müssen. Das ist in der Tat eine finanzielle Herkulesaufgabe. Aber wir gehen sie konsequent und wir gehen sie in die richtige Richtung. Denn wir als Christdemokraten, wir stehen zum Berufsbeamtentum. Und zwar schon immer. Dass Sie jetzt von den Linken sich zum Fürsprecher der Beamten machen, die Sie dann in den Ländern, wo Sie regieren, eigentlich abschaffen wollen, ist doch ein Treppenwitz, meine Damen und Herren. Also von daher, die Beamtinnen und Beamten wissen sehr wohl, dass wir an den althergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums festhalten. Wir wollen das entsprechend weiterentwickeln, reformieren und auch nach vorne bringen, keine Frage. Und natürlich müssen wir den öffentlichen Dienst auch im Wettbewerb zu anderen Sparten stärken, attraktiver gestalten. Da gehört eine entsprechende sachgemäße und entsprechend auch angemessene Entlohnung sicherlich dazu. Aber der öffentliche Dienst hat ja darüber hinaus noch weitere Vorteile. Es ist ja nicht so, dass wir kein attraktiver Arbeitgeber wären. Wenn ich zum Beispiel die Polizeibesoldung mir anschaue, dann kann man natürlich sagen, klar hätten die Menschen im Polizeidienst mehr verdient, aber wir haben ja teilweise bei den Bewerbungen Interessenten von anderen Bundesländern, die bei uns ihren Dienst vollziehen wollen. Also die Attraktivität der hessischen Besoldungspolitik ist nicht so, dass niemand bei uns in den Staatsdienst gehen möchte. Gleichwohl gebe ich gerne zu, wir müssen hier nachsteuern, denn wir stehen im Wettbewerb. Wir stehen im Wettbewerb zu anderen, und wir brauchen nach wie vor auch eine Verwaltung, die funktioniert, die motiviert ist und die entsprechenden Stellen auch besetzen kann. Und deshalb ist in Hessen mit diesem Gesetz
Gesetzentwurf die richtige Richtung eingeschlagen worden. Es war von Anfang an klar, bei allen Debatten haben wir gesagt, das sind zwei Schritte von weiteren, die folgen müssen. Die zwei Schritte wurden in der Anhörung als in die richtige Richtung gehend bezeichnet. Das Volumen war nicht auskömmlich aus Sicht der Betroffenen und die Geschwindigkeit auch nicht. Ich denke, dass wir mit den ersten beiden Schritten im Haushaltsjahr 2023/2024 durchaus den Willen zeigen, die entsprechende Rechtskonformität schnellstmöglich herzustellen. Und deshalb werbe ich noch einmal nachdrücklich darum, dass wir nicht hier eine Debatte auf dem Rücken der Beamtinnen und Beamten führen, sondern dass wir deutlich machen, dass mit den Maßnahmen, die wir jetzt tun, im Rahmen des Vertretbaren einer soliden Haushaltspolitik, wir durchaus in der Lage sind, dieses Problem Schritt für Schritt zu beheben, meine Damen und Herren. Und da würde ich auch um eine entsprechende Unterstützung werben. Die Alimentationslücke, und das ist doch das Fazit, meine Damen und Herren, die Alimentationslücke wird geschlossen, aber noch nicht vollständig bis 2024. Als Gesetzgeber haben wir hier einen Gestaltungsspielraum, was der Zeitpunkt und die Reihenfolge der Maßnahmen betrifft. Und im Rahmen unserer haushaltstechnischen Möglichkeiten ist dieser in zwei Schritten geplante Weg zu einer vollumfänglichen verfassungsgemäßen Alimentation der richtige. Und ich habe heute in der Debatte hier dazu keine Alternative gehört. Sie haben nämlich keine besseren Vorschläge. Besten Dank. Vielen Dank.